Wir sind auf dem Weg an die Ostsee. Und das Auto ist zum Brechen voll. Wie immer. Von Pelzmantel bis Bikini alles eingepackt. Plus die Fahrräder. Plus ein Fahrradanhänger. Ein Fahrradanhänger. Zwei komplette Betten. Zwei Betten. Also nicht nur Bezug, sondern wirklich so. Ja, ja, mit Bettdecke, mit Daunenfedern. Also die Kinder wollen ja schließlich in Style schlafen. Genau. Und, aber wir haben es geschafft, einen einzigen Koffer für die ganze Familie zu packen. Ja, was soll's auch, ne? Sind 4 Tage. Bleiben wir mal flockig. Milchreis aus dem Monsieur Cuisine. Lecker! Ich hab gar nicht. Also die Theorie war ja, dass ich jetzt hier sitze und lecker Milchreis esse. Wir essen jetzt lecker Milchreis erstmal. Endlich angekommen. Hat ganz schön lange gedauert. Wir gehen jetzt also zu Oma und Opa, begrüßen die erstmal und dann gibt es einen Mittag. Und dann packen unsere Sachen schnell in die Wohnung und dann geht's auf zum Strand. Voll beladen geht's jetzt endlich zum Strand. Der Hut ist schon wieder schief, Kind. So, wir fahren Lichtenhagen hinten raus Richtung Strand und unser erster Zwischenstopp ist, sind die Mirabellenbäume, die jetzt wirklich schon sehr lecker reif sind und total lecker, oder? Guck mich mal an, was hast du für ein Gesicht? Ja, rausgefunden. Ein Sauergesicht, oder? Nein, ich weiß nicht. Gut. Für die verwöhnten Adria-Kinder. Die Ostsee ist kalt und es gibt einen großen Trick, wie man der Kälte widerstehen kann, ist falsch. Begegnet. Genau, begegnet. Und der geht so. Achtung. Und es gibt noch einen Trick, wie man besser ist. Man genau. Springt rein mit mir. Na dann hüpf mal. Na dann los. Kurze Zeit später. Ich esse den nicht alleine. Die Familie hilft mir. Darf ich ja. Puh, Softeis muss einfach in Warnemünde sein. Und jetzt gehen wir in eine Seitenstraße, weil wir noch zu Leguano wollen. Hier gibt es auch einen Laden. Und da werden wir uns dann noch mit neuen Schuhen eindecken. Wir haben ihn gefunden. Los geht's. Mal rein. Eine Tüte voll mit Leguanos für die ganze Familie. Der Marc hat sich sogar 2 Paar gekauft. Der konnte den Hals nicht voll kriegen. Aber jetzt sind wir alle happy. Ja, Lou versucht das Schiff wegzuhexen. Und klappt's? Ja, ist schon weg. Ich hab's rot.
Wir sind wieder da. Genau. Von der Ostsee. 5 Tage Ostsee. Ich fand es ein bisschen kalt. Es war schon okay. Es hat ein bisschen geregnet. Wir hatten richtig gutes Wetter. Wir hatten einmal 27 Grad. Ja. Wow. Wir waren halt vor 2 Wochen noch in Bibione. Ja. Yes. Da waren 37 Grad, da war das Wasser so warm wie. Und da war das Wasser wirklich, da war das Wasser wirklich zu warm. Es war gar nicht erfrischend. Ja. Ja, und an Warnemünde war es dann doch zu kalt. Ja. Genau. Also lang konnte da habe ich dann hinbleiben. So gedacht, hey, wie lange ich früher als Kind in der Ostsee war. Aber die Ostsee ist nicht mehr meine Ostsee. Nee, aber dieses Jahr ist ja wirklich kalt, glaube ich. Nein, das denkt man jedes Jahr, dass dieses Jahr besonders kalt ist. Die ist immer so kalt. Es ist so Ostsee. Genau, ja. Und nicht die Südsee. Genau, habe ich eben zu den Kindern gesagt. Die Ostsee, nicht die Südsee. Wie auch immer, das waren jetzt 5 Tage zusammengefasst. Sieht man vielleicht an den wechselnden Klamotten. Ja, so viel wahnsinnig Spannendes ist ja gar nicht passiert. Nö, wir waren 3 Tage am Strand. Und wir waren ja bei Karls, genau. Wir haben uns mit Freunden getroffen. Wir haben einen Rostocker Freund besucht. Wie man das also macht. Genau. Okay. Dann sagt uns mal, ob ihr auch so oft in Rostock seid und ob es euch immer genauso oder generell gefällt. An der Ostsee, die ist ja groß. Übrigens, ja, aber in Estland, Lettland und Litauen heißt die Ostsee Westmeer. Macht ja auch Sinn. Einmal schlau geschissen. So, Schluss jetzt. Ich hab gespült. So, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, hier zwischen uns. Und darunter könnt ihr das letzte Video sehen und hier könnt ihr unsere Sommer-Road-Trip-Liste sehen. Nee, Papa. Was mich kann man da aussehen? Sagt ihr. Ja, und wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch!